Ja, hi und willkommen zurück zu Daniel Kahnemann Schnelles Denken, Langsames Denken, Folge Nummer 4. Und diesmal geht es um eine ganz interessante Eigenschaft von unserem System 1, ja, also quasi das unbewusste automatische System, das uns mit Vorschlägen für Denken und alles mögliche andere versorgt. Und hier geht es jetzt darum, manchmal müssen wir Fragen beantworten. Ja, und manche dieser Fragen sind auch ganz schön schwer zu beantworten. Zum Beispiel, wie zufrieden bist du generell mit deiner Lebenssituation? Oder auch ein ziemlich beliebtes, was ich gerne mag, eine coole Frage ist, was ist eigentlich wichtiger, dass man sich gesund ernährt oder dass man einen gesunden Schlaf hat? Und solche Fragen, ja, wie würde man die wirklich akkurat beantworten? Ja, da müsste man ja wirklich Studien durchführen und sich irgendwelche mathematischen Modelle überlegen und ja, da wirklich Forschung betreiben, ja, um diese Fragen zu beantworten. Aber das System 1 hat meistens eine Antwort auf diese Fragen. Ja, wie geht's dir so generell? Ja, mir geht's so ganz gut. Was ist eigentlich wichtiger hier, Ernährung oder Schlaf? Ja, Ernährung ist wichtiger. Ja, also wir haben in 0, nix eine Meinung zu diesen Themen. Und die Frage ist, woher kommen diese schnellen Meinungen? Und da hat eben der Kahnemann unter anderem festgestellt, dass unser Gehirn schwere Fragen durch einfache Fragen ersetzt. Und stattdessen halt dann diese einfachen Fragen beantwortet. Und da gibt es auch einen Namen für, das nennt sich Heuristik. Eine Heuristik ist so eine Faustformel, ja? Das heißt, das Gehirn benutzt eben Faustformeln, um eine quasi angenäherte Antwort auf so eine schwierige Frage zu, ja, zu erschaffen halt, ne? Und zum Beispiel die Frage, wie zufrieden bist du mit deiner Lebenssituation? Da haben die rausgefunden, fragen wir uns stattdessen, wie ist gerade meine Stimmung? Ja, und die Stimmung, die schwankt natürlich in Abhängigkeit von ja, teilweise relativ banalen Sachen. Ja, ob mir das Essen geschmeckt hat, ob mir gerade irgendwie was kaputt gegangen ist in der Küche, ob der Bus heute zu spät kam, ja, auf dem Weg zur Arbeit und, und. Und solche Sachen, die beeinflussen ganz massiv diese Frage, wie zufrieden bist du mit deinem Leben? Ja, dabei sollte das eigentlich nicht so sein. Und genauso diese Frage mit dem ja, Ernährung und Schlaf, was ist da wichtiger? Ja, da wenden wir auch eine Frage an. Und zwar ist das so eine Verfügbarkeitsheuristik, heißt das. Also das Gehirn fragt sich quasi, wie schnell oder wie leicht fallen mir Beispiele ein, die entweder dieses oder jenes bestätigen. Ja, also wie schnell fallen mir jetzt Beispiele ein, die bestätigen könnten, dass Ernährung wichtig ist? Ja, und dann habe ich halt da viel in meinem Gehirn gespeichert, irgendwelche Erinnerungen an Fernsehsendungen, irgendwelche Beiträge im Internet, irgendwelche Zeitschriften, tralala. Ja, und auf der anderen Seite der Schlaf. Okay, was fällt mir da ein? Ja, da muss man schon schwerer überlegen. Also ist wahrscheinlich die Ernährung wichtiger. Ja. Und auf diese Art und Weise kommt es halt auch zu Fehlurteilen natürlich. Ja, weil ein ganz krasses Beispiel habe ich neulich bei Spiegel Online gesehen. Da war so eine Statistik. Da haben sie die Leute gefragt, was glauben Sie, wie groß der Anteil der muslimischen Mitmenschen an der Bevölkerung deines Landes ist? Ja. Da hat man zum Beispiel Deutsche gefragt, hat gefragt, hey, was glaubt ihr, wie viel eurer Mitmenschen sind Muslime? Und die Antwort war, die durchschnittlich genannte Zahl war 21%. Und tatsächlich sind es irgendwie 5% oder so. Ja, das heißt, Faktor 4 überschätzt. Und in anderen Ländern, da wurde noch mal mehr überschätzt. Ja, und zwar umso krasser, je weniger Muslime tatsächlich in diesem Land gelebt haben. Ja, und das ist auch diese Verfügbarkeitsheuristik, weil. Und zwar gepaart, das ist jetzt auch wichtig, gepaart mit dem, worüber ich in dem ersten Video gesprochen hatte, ja, diese Assoziationsmaschine. Und zwar, wir hören halt einfach in den Nachrichten, ja, in den Medien,
relativ viele Diskussionen und so weiter, die eben mit Muslime assoziiert sind über unser Assoziationsnetzwerk. Und darauf greift dann diese Verfügbarkeitsheuristik zurück. Ja, und so überschätzen wir halt einfach massiv die Anzahl, ja, einfach weil es eben so verfügbar ist in unserem Kopf. Ja, also es ist schon faszinierend und ich finde es ja ganz spannend, diese, ja, einfach zu wissen, wie das Gehirn da vorgeht und dass es eben zu diesen Urteilsfehlern kommen kann, ja. Und die Implikation daraus oder was man daraus lernen kann, ist halt, ja, man muss schon ein bisschen auch aufpassen, womit man sein Gehirn füttert. Ja, also wenn ich mein Gehirn einfach nur mit, ja, irgendwelchen falschen Daten fütter, dann ja, resultieren daraus halt eben Urteilsfehler. Ja. Also ich fasse nochmal zusammen. Wichtiges Learning aus, ja, aus dem Buch, worüber ich jetzt gesprochen habe. Das Gehirn ersetzt schwierige Fragen durch einfachere Fragen und erhält dadurch natürlich mehr oder weniger, ja, die Spanne zwischen die Antwort passt und die Antwort passt nicht, die ist halt relativ weit. In den meisten Fällen ist es okay, ja, sonst hätte die Evolution das nicht so gelöst. Aber in manchen Fällen führt es halt massiv in die Irre. Ich würde mich freuen, wenn du das Video mit einem Daumen hoch bewertest und wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. So ein paar Learnings habe ich noch zu dem Buch. Bis dahin, danke, ciao.